SAP-Druckprogramme. Über Druckprogramme sprechen wir im SAP im Zusammenhang mit der Nachrichtensteuerung. Die Nachrichtensteuerung ist ein Framework von SAP, das eingesetzt wird, um automatisiert aus dem Prozess im Grunde genommen die Dokumente auszugeben. Die SAP-Druckprogramme sind dabei ein Hilfsmittel, um im Grunde genommen die Formulare oder Dokumente mit dem jeweiligen Druckprogramm zu verheiraten und zusammen dafür zu sorgen, dass die Daten sauber selektiert werden und auch ausgegeben werden. Die Nachrichtensteuerung wird über die Transaktion NACE aufgerufen und hier trage ich für meinen jeweiligen Prozessschritt entsprechend das richtige Druckprogramm sowie das korrekte Formular ein. Die Druckprogramme gibt es sowohl für SAP-Skript, Smartphones als auch für Adobe Fonts. Entsprechend kann man hier in dieser Customizing-Tabelle in der NACE hinten auswählen, ist es ein SAP-Skript-Formular oder handelt es sich um ein Smartphone oder ein PDF-Dokument. Druckprogramme sind quasi die SAP-Standardlösung, um die Prozesse abzubilden. Die beinhalten entsprechend die Datenbeschaffung und natürlich die Ausgabe. Es gibt Unterroutinen in diesen jeweiligen Druckprogrammen. Die fangen meistens mit Entry an. Entry ist der Klassiker für ein Subscript-Formular oder Entry neu für ein PDF-Dokument. Das Ganze funktioniert so, dass die Standard-Druckprogramme aufgerufen werden, die Unterroutine wird aufgerufen und dann wird das Dokument erzeugt. Häufig ist es so, aus meinem Praxisalltag, dass diese Druckprogramme von der SAP kopiert wurden und in einem Z-Namensraum sind. Warum? Naja, es sollen nochmal ein paar eigene Daten gelesen werden, es soll hier nochmal eine Erweiterung geschrieben werden, ich komme mit den Druckparametern nicht klar und häufig wurden die SAP-Standard-Druckprogramme in einen eigenen Namensraum kopiert. Das ist allerdings nicht notwendig. Inzwischen haben fast alle SAP-Druckprogramme User-Exits, die entsprechend auch das Erweitern ermöglichen um die eigenen Kundendaten. Das Ganze hat natürlich einen entscheidenden Vorteil, wenn Sie das Ganze im Standard belassen. Wenn Sie die SAP-Druckprogramme nutzen und quasi über Exits erweitern, sind Sie komplett upgrade- und patchfähig. Das heißt, spielen Sie ein neues Hotfix ein oder ein Update, dann ist es so, dass Sie im Grunde genommen nicht in der SPAU oder SPAU-NH einen Abgleich machen müssen, funktioniert das Programm jetzt noch wie vorher, sondern Sie können sich darauf verlassen, es ist ja im Standard, das heißt, wenn die SAP was im Standard ergänzt, bleibt es auch im Standard. Das ist ein Vorteil für Sie. So, nochmal zum Verständnis, wie funktioniert das eigentlich mit der Nachrichtensteuerung und was haben diese SAP-Druckprogramme dann entsprechend für einen Zweck? Das gucken wir uns einmal kurz an. Und zwar, ich habe hier entsprechend meinen Prozess und ich habe hier meine Nachrichtensteuerung. Hier sage ich dann Bestellung, Erzeugen. Das triggert im Grunde genommen dann meine Nachrichtensteuerung an. In dieser Nachrichtensteuerung wird jetzt geprüft, was habe ich da vorher für eingetragen. Das heißt, Druckprogramm für Bestellung sowie das jeweilige Formular für die Bestellung. Das beinhaltet die Standarddatenbeschaffung aus dem Prozess, das heißt alle Informationen, die hier im Prozess laufen, um ein entsprechendes Formular zu erzeugen, sind mit vorhanden und mit dem jeweiligen Formular verknüpft, erzeugt mir dieser Schritt im Grunde genommen das Dokument. Formular. Und ich kann anschließend entsprechend genau diese Informationen nehmen und sie entsprechend weiterverarbeiten, das Ganze per E-Mail verschicken, ausdrucken, per Postweg zu meinem Kunden zukommen lassen, per EDI verschicken, das ist letztendlich mir überlassen.
Das Druckprogramm sorgt aber dafür, dass ich im Grunde genommen die Informationen schon zur Verfügung habe und auf die Standarddaten, die in dem jeweiligen Prozessschritt zur Verfügung stehen, zugreifen kann. Es ist so, dass genau diese Konstellation von SAP auch genutzt wird, um für die jeweiligen Technologien Beispielformulare mit auszuliefern. Die SAP hat zum Beispiel mit Adobe Forms mehr als 3700 Beispielformulare ausgeliefert, wovon ein Großteil über die Nachrichtensteuerung abgewickelt wird. Das heißt, die Standarddruckprogramme sind vorhanden und Sie können entsprechend dann die neuen Adobe-Formulare im Customizing eintragen und das Dokument direkt mit der neuen Technologie Adobe Forms ausgeben. Eine sehr häufig gestellte Frage bei mir ist, wie finde ich denn jetzt zu dem jeweiligen Formular oder zu dem jeweiligen Druckprogramm, was ich jetzt im SAP-Skript oder Smartforms habe, denn das richtige Adobe-Formular bzw. das Adobe-Druckprogramm? Nun ist es so, dass die SAP das relativ gleich gehalten hat. Das heißt, die Namen von den jeweiligen Druckprogrammen sind im SAP-Skript, Smartform und Adobe sehr ähnlich. Das heißt, kleiner Tipp für Sie, wenn Sie sagen, Sie suchen jetzt das richtige Druckprogramm im Adobe für das Formular, kommen Sie da relativ schnell dran, wenn Sie die Transaktion SE38 aufrufen, den jeweiligen Smartforms-Namen des Reports nehmen, vielleicht hinten 3-4 Zeichen weglöschen und mit einem Stern einfach mal suchen. Häufig gibt es dann einen 01 oder das Druckprogramm ist das gleiche geblieben, einfach nur eine neue Formroutine, die dann Entry Neu oder Entry PDF heißt. Und schon haben Sie das Druckprogramm entsprechend, mit dem Sie das Ganze dann wieder aufrufen können. Kurz nochmal zusammengefasst, meine Empfehlung: Belassen Sie bitte die Druckprogramme, soweit es geht, im Standard und nutzen Sie entsprechend User Exits, um eigene Daten reinzuladen, um entsprechend auch Update- und Patchfähig zu bleiben. Das ist ein Riesenvorteil und auch in der Wartung weitaus angenehmer. Für Sie auch den Riesenvorteil, wenn Sie so bleiben und so fortfahren, können Sie ohne Probleme schnell mal eben das SAP-Template eingeben im Customizing und können gucken, ob im SAP-Template die Daten hochkommen. Haben Sie zum Beispiel einen Incident, weil entsprechende Daten auf dem Formular nicht angezeigt werden, kurz mal aufs SAP-Standard-Formular geswitcht, einmal ausgegeben und wenn die Daten da nicht da sind, dann handelt es sich tatsächlich in diesem Falle um eine OSS-Note bzw. um einen SAP-Fehler, der über eine OSS-Note wieder quasi an die SAP zurückgespielt wird und Sie können so relativ schnell einen Fehler eingrenzen und identifizieren. Schauen Sie sich in Ruhe um, würde mich freuen, wenn Sie wieder auf uns zukommen und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Website.